R-E-W-I-N-S-I-D. Dieser Move, ja, der klärt euch die Mullis. Der klärt euch die Mullis. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist er wieder über Brotmann. Hallo. So, Alex, wo wohnen wir? Ich sag mal kurz die Adresse vom UFO. Bitte nicht, ja. Krautgartenstraße 18B. Oh, ach, verdammt, Alter, ich muss mal wieder umziehen hier. Das hier passt eigentlich, guck mal, von der Größe her. Boah, ja, das ist ganz geil eigentlich. Kommt voll hin, finde ich. Jungs, wir gehen jetzt einfach dahin. Auf geht's. Wir ziehen jetzt da ein. Los. Hä, wichtig. Leute. Wenn ihr wollt, dass der liebe Alex beim nächsten Mal vielleicht eine kleine Facecam in den Start bringt, dann lasst jetzt gerne mal 400.000 Likes auf dieses gottverdammte Video da. Leute, ich will die Likes sehen. Ich brauche die Likes jetzt. Leute, die Likes müssen her. Die Likes müssen her. Die Likes müssen... So, hier wohnen wir jetzt, Alex. Und? Gefällt's dir? Sieht schon aus wie das echte UFO. Absolut nicht. Überhaupt nicht. Aber gut. Machst du gerade einfach alle Wände weg? Wir Gott, brauchen, Alter, wir brauchen ja einfach keine Wände, oder? Du hast 3.000 Euro bekommen und ich glaube, wahrscheinlich kostet eine Wand schon wieder so 1.000 Euro. Ja, nice. Leute, das ist das UFO. Lasst einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Die Fenster kann ich nicht wegmachen. Die kann ich nicht wecken. Hallo, auf. Du Trottel. Da kann man das nicht. Also, alles gut. Ja. Machen wir jetzt damit. Das ist auch scheiße. Ja, das wollen wir dann nicht doch ein Haus bauen und da das UFO rein. Guckst du dir an, die Trottel. Guckst du dir an. Ja, aber man kennt dich schon. Also oder? Man kennt ihn. Man also sieht vor allem. Genau, dass es mein Vater hier ist, oder? Ja, wir kennen auch ganz klar Paluten wegen dem. Es macht ja keinen Sinn, ein Haus zu bauen eigentlich, oder? Das ist halt einfach eine Challenge. Wir machen das jetzt einfach hier, Alex. Es muss ja nicht ganz originalgetreu sein, oder? Nee. Es kommt ja nur auf die Wände an. Aber wo kommt denn das Zimmer hin? Das geht hier nicht, Mann! Ich will hier ausziehen. Wieso? Ich will hier weg. Ja, also, doch, das nee, geht doch, jetzt oder? Warte mal hier, weißt du was jetzt? Warte ganz kurz, ich muss ganz was machen, ja? Oh, Prita! Klaschin! Quasinex! Thelma! So! Ach, willst du, dass der gegen den kämpft, oder ja, wie? Ja, die sollen kämpfen. Die verstehen sich aber! Die sollen kämpfen, Mann! Du musst den freien Willen ausstellen. Wo ist das? Da, jetzt. Deine Mutter ist ein Lama. Aber dein Radio ist richtig laut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gib ihm. Komm, Manuel, gib ihm. Sport über sein Outfit. Mein Radio ist laut. Dein Radio ist laut. Meine Mutter ist ein Lama. Los, schlagt euch. Oh, Eddie, Alter. Schubs ihn. Mann. Oh. Was ist das? Hallo. Verpiss dich, Alter. Willkommen in eurer neuen Wohnung. Wir ziehen wieder aus, verpiss dich. Vor allem, er will die Wohnung. Ey, schau mal. Kämpfen. Komm schon. Ja, ja. Wir hauen uns Maul. Mach ich fertig, Alter. Los. Alter, wer gibt es? Manuel, komm in das Beste, Alter. Manuel, gib ihm. Juli, gib ihm. Gib ihm, ja. Boah, Alter, Manuel, spiel mal wieder auf, Alter. Wie links wie Sturm auf immer geguckt hat, so, oh, hier hoch. Was? Manuel hat verloren gegen die Kante. Oh Gott, ist zweite Runde! Das hab ich nicht angewendet, das haben die alleine gemacht. So, alle stehen drumherum, das wäre UFO. Das wäre UFO wirklich so. Ja, Mann, gib ihm, Manuel! Fall aufs Maul! Mach ihn fertig, Mann! Und hat schon wieder gewonnen. Boah, guck mal, alle Sport, immer Manuel. Essen seiner Wrestler-Ehre, der andere ist einfach weggegangen. Tschüss. Paluten post erstmal auf Instagram, dass er gewonnen hat. Ja, nice. Wie zieh ich jetzt hier aus? Boah, ist das kompliziert, Alter. Junge! Bin doch kein Informatiker oder so! Ich glaube, in echt wäre es einfacher umzuziehen. Meinst du? Also das UFO ist ja generell erstmal so. Was? Ne? Was? Doch viel zu riesig, oder? Nee, hey, das sind ja voll viele Zimmer. Das kommt schon hin, komm mal hier, pass auf. Also, wir machen jetzt erstmal. Du bist schon fast fertig. Hier ist zum Beispiel jetzt mein Zimmer, ne? So ganz in der ganz Ecke. Außen? Ja. Stimmt. Hier, ja. Das ist von Dena ungefähr. So, aber dein Zimmer ist größer. Dein Zimmer ist größer. Das ist von Dena? Genauso groß wie das von Dena, dachte ich. Mal so, oder? Ja, du hast ja eine Mauer in deinem Zimmer, ne? Die habe ich schon immer da gehabt. So, das ist ja dann mein zweites Zimmer quasi, ne? Da, wo du die Kinder eingesperrt hast, ne? Die unartig sind. Dann haben wir hier das Zimmer von Sturmwaffel, Zimmer von Izzy, das ist doch dann das Zimmer von Paluten hier, so. Und denn die Küche von uns ergibt gar keinen Sinn, fällt mir gerade ein. Wo geht die hin? Hä? Was ist links und rechts von der Küche? Stimmt eigentlich. Oder? Ja doch, eure Küche ist ganz schmal so. Ja. Weil die, wo ist euer Klo? Ja, hier. Das kommt schon hin. Ja. So, ja. Okay. Bodenbelag, Leute, ganz wichtig hier, ne? Ganz Bodenbelag, klar. Alter. Guck mal hier. Sau geile Architektur. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt aber Bodenbelag. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier, ne, mittendrin den achteckigen Turm.
den Aussichtsturm. Nee, das ist doch der Bodenbelag, den ihr habt, ne? Ich will diese scheiß... Mann, das ist nerviger als auf irgendwelchen Porno-Webseiten hier mit diesen scheiß Pop-Ups. Was ist denn das? Hier. Junge, geile Sims aus deiner Nähe. Geile Sims aus deiner Nähe wollen deinen Elmo reiten. Elmo? Deinen Elmo! Stelios! Ah, unsere UFO-Geister dürfen wir gar nicht vergessen. Die bewachen die Tür. Deswegen, ey Leute, ihr müsst wissen, wenn ihr zu UFO kommt, da sind überall Geister. Das ist ganz schön spooky, also geht lieber nicht dahin. Alex. Was brauchst du für die spooky Scheiße? Was ist das denn hier? Perfekt. Das ist schön hell. Also so, mir gefällt es. Wir haben mit unserem liebevoll eingerichteten Gemeinschaftszimmer. Stimmt, ja, da habt ihr doch so geile moderne Sofas, wo man sich so drauflegen kann und da ist bequem. Das ist schön. Alter, was ist das für eine Porno-Couch? Ja, das könnte sogar hinkommen. Das ist so ein Kartoffeltisch einfach. Der ist es. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Du nimmst einfach nur gerade das Billigste, weil du kein Geld mehr hast. Hör auf! Revi ist blau! Hör auf! Hör auf, Mann! Und auch in echt. Oh Mann. Aua. Ja, alles, was wollen wir denn machen? Dafür bauen wir so ein richtig edles Klo. Alter. 2000. Das ist ein Space-Klo, Alter, für so Space-Shit. Space-Shit. Ah, das ist ein Teppich. Ich dachte, das wäre irgendein Bild oder so. Alter. Ja, genau. Alter, das ist die größte Scheißwohnung der Welt. Sieht aus, als wäre da nix fertig. Alter. Wie im UFO halt. Ja, stimmt eigentlich. Sieht im UFO überhaupt nicht anders aus. Ich weiß gar nicht, was du willst. Was wollt ihr denn überhaupt machen? Ich meine, es gibt ja auch Internetberufe beim neuen Sims. Ja, das mache ich jetzt für mich. Nur du arbeitest, verdienst genug Geld für alle. Ja, die anderen fangen alle bei Burger King an oder so. Ich hab mal kurz nicht hingeguckt und schon stehen überall Pflanzen. Also ich erkenne das UFO wirklich nur an der Form, aber nicht an allem, was drinnen ist. Dieses Zimmer. Dieses Zimmer. Man kommt ins Zimmer. Dunkel, aber nur zwei Fenster und eine Pflanze in der Mitte. Ja, da wohnt er. Alter, was machst du da? Izzy hat so ein Zimmer mal gehabt ganz am Anfang. Jungs, wir sind fertig. Auf was geht's. Was gibt's für $3? Ja. Jetzt sterben die einfach vor der Tür, Vogel. Alter, diese Bomber-Pornos reißen mir best an. Ich will eure Scheiße nicht kaufen. So, was macht man jetzt hier so? Hast du so ein rotes Pornolicht gekauft, oder was? Ja. Alter, aber voll gut, ne? Erstmal die Nachbarn einladen. Also mein Plan sieht wie folgt aus. Aha. Der Stelios streitet sich mit allem, was ihm über den Weg läuft und prügelt sich. Du und Sturmwaffel und so, ihr sucht euch einen Job. Aha. Und einer irgendwie kocht immer. Dena sieht überhaupt nicht aus wie Dena einfach. Derjenige, wo wir uns am meisten Mühe gegeben haben, der sieht überhaupt nicht so aus. Und irgendwas scheint ein paar Minuten Haare nicht zu stimmen, ich weiß und Izzy, nicht. Und Izzy haben wir einfach so gelassen und sieht voll aus wie er. Wo ist der eigentlich? Steht einfach da und guckt ins Leere. Alter, die hat einen dicken Fisch gefangen. Boah, warte, lass mal die Tussi klären. Alter, es soll hier verbotene Wörter ins Ohr flüstern. So? Mehr Auswahl. Romantik. Er will sie schon, oder? Schau sie dir doch an, die hat gerade einen dicken Fisch. Sie ist Single? Verheiratet. Oh nein. Nice. Dieser fette Wichser, der hat nur was für sich selber gemacht. Guck ihn dir an. Er ist auch böse. Wer ist das? Und warum ist denn Pudding? Lass dir wieder aus. Lass dir wieder aus. Stell dir vor, wie dieser Typ da sitzt und ein Pudding ist und einfach das Gesicht von der beleidigt. Ich will, dass du sie schubst. Jetzt, schub sie. Oh Gott. Los. Ja, geh her! Kämpfen! Oh, guck mal, über was sie redet. Ja! Alle stellen sich wieder drumherum. Gucken zu. Ja. Boah, das ist ein wichtiger Kampf. Er darf nicht gegen sie verlieren. Er hat schon wieder verloren. Was ist denn los? Da muss man mehr trainieren. Manu, ich lass dich locker. Guck mal, es sieht so aus, als würde sie voll fertig machen und gleich kommt er wieder raus und ist voll verwirrt. Er hat schon wieder aufs Maul bekommen. Alter, Stelios. Okay, irgendwer muss jetzt Geld verdienen von denen. Wo denn? Ich meine, wir haben ja noch $3. Für jeden ein halber. Die letzten $3! Ich hab den
Dana! Es war Dana, hätte einfach was zu essen gemacht. Dieser dreckige Bastard. Dana, du dreckiger Wichser mit deinem Erdbeerjoghurt. Verreck, du Spasti. Warum haben wir jetzt alle einen Joghurt? Yes, kein Wunder, dass wir Schulden haben hier. Ich steck jetzt alles in mein Lunchpaket. Ja, damit werden wir richtig Kohle machen, Revi. Nein, das nicht. Aber ich hab die ganze Zeit was zu essen. Guck da, ich nehme das in einem weg. Ich steck alles in mein Lunchpaket. Guck da. Ab ins Lunchpaket. Genau, da ab mit seinem Lunchpaket. Hä, hey, was machst du da? Hast du das in den Arsch gesteckt oder was? Was machst du? Ich campe nur. Warte, ich nehme jetzt alles weg. Ich nehme alles von denen weg. Hä? Hilfe! Stumm, ich hab einen mit Speck gemacht. Am Ende verhungert einer. Pass auf, du läufst einfach durch den Tisch. Zack, meinst du? Bau nix. Okay, hier, Lunchpaket. Ich bin glücklich, ich hab Essen. Oh, guck mal, Leute, ich hab zufällig auch einen Joghurt dabei. Guck dir Paluten an, das ist wirklich Paluten. So ist Paluten im echten Leben auch. Lammermann, blödele! Was ist mit denen? Warum haben wir nochmal ein Klo für 2000 Dollar gekauft? Damit ich der Transfer Pinkeln zugucken kann. Gut, wie verdienen wir jetzt Geld? Warte. Sturmwaffel muss ich jetzt erst einen Job suchen, weil das ist der faulste. Sag mal wieder die Sturmwaffel. Das ist richtig ekelhafter Wichser, der hier rumsitzt. Ganz blöd. Das war unrealistisch, so viel kann man gar nicht. Was hat der? Wörter brüllen, der hat zu tun. Arsch, Arsch! Komm, such den Job. So, was haben wir alles? Oh! Freddy. Was ja, macht Freddy? Arzt. Soziale Medien wäre es ja eigentlich, ne? Ja, stimmt. Ja, Leute, morgen geht's los, ich würde sagen. Das war's von dieser sehr spannenden Folge vom UFO. Es sieht 1:1 aus wie das UFO. Gerade die Möblierung, gerade die Kakteen und Teddybären. Komm, geh schlafen, Baby, komm. Warum habe ich eine Brille beim Schlafen, Mann? Das check ich auch nicht. Beim Schlafen eine rote Brille, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich sonst keine anhab. Wie dem auch sei, Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge von Sims. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall beim lieben Brotwurst vorbei. Hallo! Und damit war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal.